So, zurück und... So, das funktioniert schon mal ganz gut hier mit dem iPad, wenn auch vielleicht nicht ganz so schön wie auf dem Hardware-Controller hier. Jetzt wollen wir mal noch was anderes probieren, denn wir können unter Logic und der Mackie Control auch so Sachen machen wie den EQ steuern. Das machen wir jetzt hier mal. So, der EQ wird auch gleich aufgerufen. Und jetzt müssen wir nämlich einen Fader-Flip machen. Das wären jetzt hier zum Beispiel die Einstellungen für das Volume. Jetzt mache ich einen Fader-Flip und kann jetzt hier die Parameter des EQs steuern. Da das aber relativ viele sind, muss ich hier mit meinem Cursor-Tasten durch die entsprechenden Parameter durchgehen und kann mir dann jetzt hier was aussuchen. Zum Beispiel probieren wir das mal hier. Ah, sieht man schön, lass ich mal laufen. Und das funktioniert wirklich nicht nur mit den Logic-internen EQs, sondern alle VST-Plugins lassen sich auf diese Weise steuern. Und sogar Software-Instrumente. Und das machen wir jetzt. Da blenden wir jetzt erstmal wieder den EQ aus. Das geht alles auch wunderschön vom iPad aus. Gehen mal hier auf die obere Spur. Erstmal zoome ich das hier wieder zusammen. Na, genau. Automation aus. Gehen jetzt hier mal auf meinen Synthi-Track, Fader-Flip. Und jetzt kann ich auch über das iPad das GUI des ES1 hochholen. Hier zweimal hier drauf drücken und da ist er auch schon. Und jetzt funktioniert es genauso wie eben mit dem EQ. Ich kann hier durch die verschiedenen Parameter durchgehen und die dann direkt steuern. Hier zum Beispiel den Drive vom Filter. Na, Fader-Flip vergessen. Oder die Resonanz reindrehen. Oder den Glide. Tuning. Und so weiter. Und das funktioniert auch mit anderen, also nicht nur mit den Logic-internen Software-Instrumenten. Das ist wirklich eine richtig feine Sache. Man kann also durchaus behaupten, dass man unter Logic den gleichen oder einen ähnlichen Funktionsumfang hat wie mit einer echten Mackie Control. Nachteil ist, noch ist diese ganze Federbedienung nicht optimal, denn es gibt da so leichte Verzögerungen. Ich habe schon das iPad nicht über einen Router mit dem Mac verbunden, sondern eine Ad-Hoc-Wireless-Verbindung hergestellt. Da ist meiner Meinung nach so ein richtiger Fader auf jeden Fall immer noch deutlich präziser und besser zu steuern. Allerdings verbraucht natürlich so eine Mackie-Control im Studio schon ein bisschen Platz. Wenn man den nicht hat, ist vielleicht das iPad eine Alternative. Und was die Mackie-Control auf keinen Fall kann, ist nämlich das, sie einfach mal mitnehmen als Wireless-Fernbedienung. Das machen wir jetzt auch mal. So, und jetzt bin ich hier auf unserem Raucherbalkon und kann wunderbar mein Logic vom Balkon aus steuern und dabei noch eine Kippe rauchen. Aber ganz im Ernst, das ist wirklich eine gute Anwendung für das iPad und die AC7 Software, das ganze Ding als Wireless Remote Control einsetzen zu können. Zum Beispiel, wenn man mal alleine ist im Studio und in der Gesangskabine, und dann kann man tatsächlich ganz easy alle Funktionen für die Aufnahme fernsteuern per Wireless Network. Meiner Meinung nach ersetzt die AC7 Software keine richtige Mackie Control, hauptsächlich deswegen, weil die Steuerung nicht präzise genug ist. Dafür ist es aber ein wirklich toller Wireless Controller als Fernbedienung fürs Studio mit wirklich den wichtigsten Funktionen für Cubase, Logic und Co. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf diesem Sender. Make more music mit Musetalk. Tschüss! Mein Fazit ist, die Software fürs iPad, die AC... Oh, was will ich denn überhaupt sagen?
Dafür ist es klein und leicht und eine ganz, ganz tolle Wireless-Fernbedienung für Logic und Co. Ich würde mal sagen, boah, da war jetzt, was war jetzt? Das war das Ende, wäre jetzt gekommen, ne? Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Scheiße. Das war wieder, also es ist so.